Hallo und willkommen zurück. In Deutschland gibt es natürlich auch Inseln. Hier in der Nordsee und hier in der Ostsee. Und heute gucken wir uns an, was es auf der beliebtesten deutschen Insel gibt. Sylt. Sylt ist hier oben der nördlichste Punkt Deutschlands. Also, Sylt ist ganz hier oben, ja, vor der Küste von Schleswig-Holstein, dem Bundesland Schleswig-Holstein, aber auch vor der Küste von Dänemark. Ja, hier ist Dänemark. Und Sylt, die Insel, ist vor der Küste von Schleswig-Holstein und auch Dänemark weiter im Norden. Sylt ist sehr lang und dünn. Lang und dünn. Und Sylt ist die größte deutsche Nordseeinsel mit einer Fläche von 99,14 Quadratkilometer. Und in Sylt gibt es etwas über 18.000 Einwohner, also Menschen, die auf Sylt leben. Sylt ist die beliebteste deutsche Insel und viele Deutsche machen Urlaub auf Sylt, vor allem in der Hauptstadt Westerland. Westerland ist die Hauptstadt und ist in der Mitte von Sylt, in der Mitte. Wenn man nach Sylt gehen will, muss man entweder mit dem Zug fahren oder mit dem Flugzeug fliegen. Ja, wenn man von Deutschland kommt, nur von Dänemark kann man mit der Fähre Sylt erreichen. An der Westküste gibt es einen 40 Kilometer langen Strand. Einen Sandstrand. Ja, das ist der Sand. 40 Kilometer langer Sandstrand und Dünen. Dünen gibt es viel. Und insgesamt an diesem Strand gibt es 12.000 Strandkörbe. Ja, ein Strandkorb, Strandkörbe. Strandkörbe sind ein Markenzeichen. Ja, wie ein Symbol für die Nordseeinseln und auch für die Ostseeinseln. Also im Westen haben wir den Sandstrand und das Meer und auf der anderen Seite, an der Ostküste, gibt es das Wattenmeer. Das Wattenmeer. Ja, das Watt oder das Wattenmeer ist eine Fläche, wo das Wasser zurückgegangen ist. Ja, es ist das Watt ist der Boden von dem Meer und dann geht das Meer, das Wasser zurück und dann ist hier das Wattenmeer. Und im Wattenmeer kann man eine Wattwanderung machen. Man kann im Watt wandern gehen, meistens barfüßig. Barfüßig heißt, man hat keine Schuhe an den Füßen. Barfüßig.
Ja, wir gehen barfuß. Wir gehen barfuß. Und dann werden die Füße ein bisschen massiert. Ja, ein bisschen massiert. Sie bekommen eine Massage. Und man sinkt ein bisschen in das Watt ein. Ja, da ist das Watt und dann sinkt man ein bisschen in das Watt ein. Und die Luft, ja, die Luft, die wir einatmen, die Luft ist schön frisch und sauber. Ja, nicht schmutzig, aber sauber. Und am Wattenmeer leben auch viele Seehunde. Ja, es gibt Seehundbänke, wo die Seehunde leben. Und auf Sylt gibt es 6000 Seehunde. Auf Sylt gibt es viele touristische Attraktionen. Zum Beispiel gibt es einen Tierpark. Es gibt das Sylt-Aquarium und es gibt Golfplätze und auch viele Fun-Sportaktivitäten, zum Beispiel Fallschirmspringen oder Segway-Touren. Und es gibt natürlich auch viel, viel Wassersport. Sylt ist auch für das Nacktbaden und die FKK-Strände bekannt. Also Nacktbaden, das heißt, wenn man baden geht, wenn man schwimmen geht im Meer, aber nackt, also ohne Klamotten. Man geht nackt schwimmen. Und auf Sylt gibt es FKK-Strände. FKK steht für Freikörperkultur. Freikörperkultur. Am Anfang von dem 20. Jahrhundert gab es auf Sylt Badestrände, also Badestrände zum Baden, zum Schwimmen, die getrennt waren nach Geschlechtern. Nach Geschlechtern, das sind die Geschlechter und die Badestrände waren getrennt. Das heißt, es gab Strände für Männer und es gab Strände für Frauen. Und man hat in langer Badekleidung gebadet. Und dann am Anfang vom 20. Jahrhundert wollte man ohne Kleidung baden gehen und schwimmen gehen. Ja, ohne Klamotten, ohne Kleidung. Und dann in 1920 wurde der erste Nacktbadestrand auf Sylt eröffnet. Und dann ab den 1960er Jahren gab es überall an der Westküste am Strand spezielle offizielle Nacktbadestrände. Heute vermischen sich die Nacktbadestrände mit den Nicht-Nacktbadestränden, mit den Textilstränden. Auch wenn die Nacktbadestrände ein bisschen an Popularität verloren haben, ist es heute mehr oder weniger normal, auch an normalen Stränden nackt und ohne Bekleidung zu baden. Also ja, es ist eigentlich normal, auch an normalen Stränden nackt schwimmen zu gehen oder sich nackt zu sonnen in der Sonne und dann schön braun werden. Ja, die Haut wird braun oder in meinem Fall rot. Ja, die Freikörperkultur in Deutschland.
Und zuletzt noch etwas über die Sprache auf Sylt. Der eigentliche Dialekt auf Sylt ist Sylring. Sylring ist ein Dialekt der nordfriesischen Sprache. Die nordfriesische Sprache wird im Norden von Deutschland gesprochen. Und Sylring ist eine Variante, ein Dialekt davon. Manche Wörter in dem Dialekt ähneln der dänischen Sprache. Und der Dialekt Sylring hat auch eine eigene Rechtschreibung, also Grammatik. Aber heute gibt es nur noch sehr, sehr wenige Menschen, die Sylring sprechen. Listland ist ein Ort im Norden der Insel, vor der dänischen Küste. Und Listland hat für viele Jahrhunderte zu Dänemark gehört. Und deswegen gibt es heute noch einige Leute, die Dänisch sprechen. Und manche Familien im Osten auf der Insel sprechen Niederdeutsch. Also, das waren ein paar Dinge über die beliebteste Insel Deutschlands. Lasst mich wissen, ob ihr schon mal eine Wattwanderung gemacht habt und vor allem, was ihr von der deutschen Freikörperkultur haltet, was ihr darüber denkt. Also gut, lasst ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!